Der Sonntag Oculi hat seinen Namen vom lateinischen Text des 25. Psalms. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Der Psalmbeter konnte das offenbar für sich sagen. Und wir? Unsere Augen sind notgedrungen auf alles Mögliche gerichtet, auf die Infektionszahlen und die Bund-Länder-Konferenzen, auf unseren Kontostand, die Homeschooling-Aufgaben, auf unseren sportlichen Erfolg oder das Rezept für den nächsten Kuchen. Unsere Augen peilen kleine Ziele an, im übertragenen Sinn, um die Zeit zu gestalten und irgendwie in handliche Päckchen zu verpacken, die man dann auch angehen kann. Aber was würde es bedeuten, wenn unsere Augen stets auf den Herrn sehen würden, also immer? Um diese Frage dreht sich ein Sprichwort, das wir einem Vers aus dem Lukas-Evangelium verdanken. Schön, dass ihr, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Und den feiern wir im Namen des einen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der 121. Psalm ist ein gutes Beispiel dafür, wie das aussieht, wenn ein Mensch seine Augen stets auf den Herrn ausrichtet. Hans-Dieter Hüsch hat diesen Psalm besonders schön übersetzt. Bei ihm heißt es so: Ich suche Gott auf den Bergen. Wird er mir dort entgegenkommen? Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von ihm, der nicht nur auf den Bergen wohnt. Mein Gott hat alle Himmel und Welten geschaffen, und wenn ich ihn bitte, so ist er anwesend und hilft. Ich suche Gott in der Natur. Wird er mir dort begegnen? Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von ihm, der sich nicht nur um den Himmel sorgt. Mein Gott sieht auch meine Schritte hier auf Erden, und wenn ich falle, so richtet er mich nicht. Er richtet mich wieder auf. Ich suche Gott im Himmel und auf Erden. Wo werde ich ihn finden? Wer kann mir meinen Weg zeigen? Meine Hilfe kommt von ihm, der nicht schläft oder müde wird. Mein Gott behütet mich, Tag und Nacht. Und wenn ich zum Leben keine Kraft mehr habe, spricht er mir neuen Mut zu. Meine Hilfe kommt von Gott, den ich bitte, der mich tröstet, der mein Leben behütet, heute und in aller Zukunft. Lasst uns beten. Vater im Himmel, auf ein Jahr mit Corona schauen wir zurück, auf Höhen und Tiefen, auf Alltägliches und Besonderes, auf gut Gelungenes, auf viel Verbesserungswürdiges. Manchmal haben wir gespürt, dass du nah warst, auch vielleicht gerade in all den Unwägbarkeiten. Manchmal haben wir aber auch nichts gespürt, haben nicht nach dir gesucht, nichts von dir hören wollen. Vater im Himmel, heute ist ein neuer Tag. Heute können wir uns wieder neu dazu entscheiden, die vor uns liegende Zeit als Geschenk der Zeit zu begreifen und sie aus deiner Hand zu nehmen und im Vertrauen auf deine Nähe zu gestalten. Behüte du uns und bleibe bei uns. Amen. Das Sprichwort, um das sich heute die Predigt dreht, das steht im Lukas-Evangelium im 9. Kapitel. Unterwegs sagte jemand zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf: Folge mir. Aber der sagte: Herr, erlaube mir zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete ihm: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus: Ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir zuerst, von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus sagte zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und dabei zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes.
Es ist genau ein Jahr her. Die ersten Corona-Verdachtsfälle wurden in Remscheid vermutet. Was dann in den folgenden Monaten auf uns zukommen würde, das hat damals wohl niemand voraussagen können. Bei vielen, auch bei mir, hat es Sehnsucht ausgelöst. Ach, könnte es doch noch einmal so sein, wieder so werden wie vor der Pandemie. Mal nur einen Augenblick. Einmal unbeschwert ein Geburtstagskind in der Altenhilfe besuchen. Nur einmal in ein Restaurant gehen. Oder bei Sonnenschein in ein Eiscafé oder einen Biergarten. Sorglos shoppen. Ich denke, Ihnen allen fallen viele Augenblicke ein, die man sich herbeisehnt und zu denen man mit Goethes Faust sagen könnte: Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Oder wie man es jetzt umdichten müsste im Moment: Komm doch wieder, Augenblick, du warst so schön. Bleib doch. Wir wollen bleiben. Verlässliches um uns haben. In überschaubarer Zeit und überschaubarem Raum leben. Wollen Geborgenheit, Gesundheit, Sorglosigkeit. Berechtigterweise wollen wir das. Die Erfahrung des vergangenen Jahres sagt uns aber, dass es zumindest fraglich ist, ob es solches Bleiben überhaupt gibt. Gibt es ein Recht auf Gesundheit? Ein Recht auf Sorglosigkeit? Ein Recht, in angenehmer, unbeschwerter Situation bleiben zu können, unbedrängt? Aber einmal ehrlich, es hätte doch nicht des Coronavirus bedurft, um zu wissen, dass Bleiben eigentlich nicht geht. Ein Blick ins sogenannte Rheinische Grundgesetz in den 5. Artikel hätte schon genügt. Et blieb nix, wie et war. Nichts bleibt, wie es ist oder war. Wirklich nichts. Alles ist vergänglich. Und sei es noch so schön. Wer das leugnet, der führt ein Leben im Museum der Vergangenheit und riegelt sich von Gegenwart und Zukunft ab. Und damit werden Gegenwart und Zukunft nämlich zum Angstraum. Glorifizierung der Vergangenheit ist eine bestimmte Form des Realitätsverlustes. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Weil Honecker Gorbatschows Ausruf ignorierte, ging die DDR unter. Erwies sich als nicht überlebensfähiges System. Darum sei die Frage erlaubt: Halten unsere Lebensentwürfe, meine Einstellungen, meine Ziele und Pläne, die ich mir selbst vom Leben gemacht habe, der Realität der Zukunft stand? Bei allem Verständnis für Sicherheit, fürs Bleiben wollen, das Rheinische Grundgesetz hat am Ende recht. Überlebensfähig ist am ehesten der, der wahrnimmt, dass nichts bleibt, wie es ist, alles im Fluss ist, sich ständig verändert. Das zu akzeptieren ist schwer, weil es zugleich bedeutet, dass man ständig Abschied nehmen muss. Und zwar von allem Möglichen. Von der Jugend, der damit verbundenen Sorglosigkeit und Mobilität, von den Kindern, die eines Tages aus dem Haus gehen, und am Ende gar von Menschen, die man endgültig loslassen muss. Ich werde dir gerne in die Zukunft folgen, Jesus, aber erlaube mir zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Das sagte damals einer zu Jesus. Und ein anderer: Ich will dir folgen, Herr,
Doch erlaube mir zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Das sind doch berechtigte Anliegen. Man kann doch nicht aus der Vergangenheit und Gegenwart so einfach in die Zukunft aufbrechen, dass man einfach alles Angefangene, Ausstehende stehen und liegen lässt. Die Beziehungen, in denen man lebt, die Bedürfnisse der Trauer, Abschied zu nehmen, das, woran das Herz hängt. Oder? Die Antwort Jesu auf die Frage nach unserer Sehnsucht zu bleiben, lautet in unserem Wochenspruch aus Lukas 9, wer die Hand an den Pflug legt und dabei zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Das ist hart. Das ist eine Zumutung. Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben, sagte Jesus zu dem Mann, der vor dem Aufbruch in die Zukunft noch seinen Vater begraben wollte. Und demjenigen, der sich von seiner Familie verabschieden wollte, sagte Jesus unseren Wochenspruch, das Wort von der Hand am Pflug. Vorwärts gehen, gerade Furchen ziehen, säen, das geht nicht mit dem Blick zurück. Das Bild ist ganz klar. Wer beim Pflügen zurückblickt, nach hinten, dessen Ackerfurchen werden schief. Der kann den Kurs nicht halten. Wenn wir also weiter daran hängen bleiben, was vorher alles schön war, und ständig darauf schauen, was wir vermissen, dann werden wir, um im Bild zu bleiben, keinen sinnvollen Weg in die Zukunft finden. Einen Hauch davon, so ist mein Eindruck, kann man gegenwärtig bei den Bund-Länder-Konferenzen feststellen. Auch im Blick auf die Kirche formulierte jemand neulich einmal, wer will, dass Kirche so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass Kirche bleibt. In gewisser Weise kann man das aufs ganze Leben übertragen. Wer will, dass das Leben so bleibt, wie es ist, der will nicht, dass das Leben bleibt. Denn Leben heißt Veränderung. Das hat uns das Virus neu gelehrt. Was hat nun der Glaube dazu zu sagen? Nun könnte man natürlich sagen, der Glaube, der blickt doch auch zurück in die Vergangenheit. Jesus ist damals vor 2000 Jahren gekommen und wir richten uns heute noch daran, an dieser Vergangenheit, an dem, was er damals gesagt und getan hat, aus. Die Jünger waren traurig, als er starb. Sie wollten lieber, dass er bei ihnen bliebe. Und Kirche, machen wir uns nichts vor, hat oft fürs Bleiben in lieb gewordenen Traditionen gekämpft, dafür geworben. Doch Glaube heißt, ich sag's mal paradox, in Anspielung an einen Filmtitel, Glaube heißt, sich an die Zukunft zu erinnern. Erinnerung an die Zukunft, das ist der Glaube. In Jesus hat das Reich Gottes damals schon begonnen, für uns heute in der Vergangenheit. Aber es hat damals begonnen. Und zugleich ist es Gegenwart. Hier, heute, er ist da. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, hat Jesus nach dem Matthäusevangelium zum Abschied zu seinen Jüngern gesagt. Und damit hat er zugleich die Grenze zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft überwunden. Wo wir eingespannt sind, worin wir gefangen und befangen sind. Und er lädt uns dazu ein, uns auf seine Gegenwart und seine Zukunft einzulassen. Wir finden dabei und darin alles, was wir für die Zukunft, für unseren Weg durch die Gegenwart brauchen. Das, was unser Leben ausmacht, ist nicht das, was wir mit unseren Händen schaffen und gestalten. Ist nicht unser Eigenheim, unser behagliches Wohnzimmer mit Flachbildschirm und Kartoffelchips auf dem Sofa. So schön wie das ist und so gern man das auch haben darf, ich auch. Ich will das moralisch gar nicht schlecht machen. Aber
so eine behagliche Situation im Eigenheim ist nicht der Zielpunkt unseres Lebens. Wer sich allein daran ausrichtet, der verpasst das Leben, den bestraft das Leben. Um das Vertrauen auf Gott geht es. Dass er der Grund unseres Lebens ist und uns in die Zukunft führt. Die Zukunft, die schon in der Vergangenheit begonnen hat, die wir uns in der Vergangenheit ansehen können in dem, was Jesus damals getan und gesagt hat. Wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er von Gott geredet hat, wie er Menschen eingeladen hat, ihr Leben in Gottes Hand zu legen, in seiner Gegenwart zu leben, in seiner Gegenwart in die Zukunft zu gehen, im festen Vertrauen darauf, dass Gott da ist, dass er uns hält und trägt. Ein Beispiel: Die Aussätzigen hat Jesus damals in die Gesellschaft zurückgeholt. Die Infizierten, vor denen alle Angst hatten, sich an ihnen zu infizieren. Menschen, die damals jede Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft verloren hatten. Die hat Jesus ins Leben zurückgeholt. Und er wird das auch mit uns tun. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Lasst uns darum gemeinsam zurück in die Zukunft gehen, im Vertrauen auf Gott, auf Jesus Christus. Wer auf ihn blickt, sieht in der Vergangenheit die Konturen der Zukunft. In ihm hat Gott uns unsere Zukunft gezeigt. Übrigens pandemiefrei. Darauf zu vertrauen heißt Glauben und Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns beten. Hilf uns, Gott des Lebens. Hilf uns in dieser Zeit, in der wir uns manchmal so orientierungslos und hilflos fühlen. Hilf uns mit deiner Güte, mit deiner Gerechtigkeit, mit deiner Wahrheit. Hilf denen, die an deiner Güte zweifeln, die fragen, wo du bleibst, die sich vor der Zukunft fürchten, die sich aufreiben und nur Finsternis sehen. Hilf du und antworte ihrer Not. Hilf denen, die nach Gerechtigkeit schreien, die hungern, die sterben, die von allen verlassen sind. Hilf du und sorge für ein gerechtes Leben. Hilf denen, die um die Wahrheit ringen, die sich der Lüge verweigern, die dich suchen, die dir vertrauen und Jesus nachfolgen. Hilf du deiner Gemeinde hier und in aller Welt. Diese besondere Zeit braucht Menschen, die aus deiner Güte leben und Menschen, die die Gerechtigkeit lieben
und Menschen, die die Wahrheit bezeugen. Mache du uns zu solchen Menschen durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder und Erlöser. Ihm vertrauen wir uns an, heute und alle Tage. Und gemeinsam beten wir weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diesen Tag und in all die Zeit, die vor euch liegt, mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.